Also gut, Leute, hallo? Joel, ich habe einen leichten Fail drin. Ich werde jetzt aber erst, während Joel das erklärt, weil das ist seine Aufgabe, nicht meine, werde ich jetzt noch ganz kurz Adam ein kleines bisschen weinen, alter Admiral. Admiral, okay. Admiral kann einfach Ja, gar genau, nichts. Leute. Wir hatten ja im letzten Part zwei Tode. Also das sind vermeintliche Tode. Weil dank unserer Regel, dass ein Bro-Duo nur zusammen sterben kann, sterben die beiden auch zusammen. Und wenn das erste Mal eines der Mitglieder stirbt, können wir es im Pokémon Center wieder heilen und das Duo ist da wie immer. Alter, bei mir leckt's gerade richtig hart. Wow. Wieso ist der Scheiß bei mir so langsam? Ist doch kacke, ey. Verdammt. Ich hoffe, das hat man verstanden. Ich habe, ja wie gesagt, und da kann man das tote Pokémon beim ersten Mal pro Alter, Bro-Duo ein fucking wieder im Schaden, sag Pokémon mal, Center okay. heilen. Alter. So, und wisst ihr, was das bedeutet, Leute? Wisst ihr, was das bedeutet? Ja. Ich weiß, dass Aber ich wir gerade müssen da auch eine übersteuert habe. Einschränkung machen, weil Marcel lebt zwar, aber beim nächsten Mal, wenn eines der beiden Mitglieder stirbt, Was wahrscheinlich mal so sterben sein beide. wird. So Ja, sehr ich es ihn auch sterben liebe. beide. Es tut mir leid. Wir könnten gleich kurz auf unser Team gehen. Also, Ich habe Alter, Quadra versus Quadra, voll episch. im ersten Bro-Duo, der Brain, ein Meditier mit Kanon, Klammer, Feuerodem und Blitzkanone. Blitzkanone, Hat es okay. gelernt während dem Training. Ja gut, ich habe Adam. Dann Adam ist Forever Lonely sein und ich habe noch Jane und die ist mit dem Kikugi zusammen. Kikugi ist auf Level 9. Ich habe einen kleinen Kampf gemacht seit dem letzten Part und Jane hat Level 12. Adam sieht man hier gerade, das ist gleich auf Level 7. So, ja. Ja, bei mir ist das zweite, das erste, was das einzige Bro-Duo, das ich habe. Ich habe nur drei Pokémon momentan. Das ist ein, ich hätte fast Smogon gesagt. Es ist ein Enteron. Ich Enteron, war so auf okay. Smog Alter, konzentriert, dass Enteron es ist ja erlernt hat. so cool. Enteron ist cool. Das hat jetzt Smog erlernt. Cool. Alter, Und mein... mein Emulator ist gerade gestorben. Alter, und wieder Echt gestorben jetzt? ist. Ja, okay, jetzt geht er wieder. Und er leckt gerade ein bisschen. Ich hoffe, das stört nicht so Bulle. Warte mal, schau mal bei Tools und Framescape, ob sich da was verändert Tools. hat. Wo ist weiter? Wo ist es? Warte mal, bei Tools. Hier ist nichts Frameskip. Das war, glaube ich, bei File, oder? Nee, bei Framescape. Also, ob sich da Einstellungen verändert haben Ja, und wo deswegen waren es jetzt mehr laggt. Framescip? Bei Config, Ach, Framescape. Config. Du hast gerade eben Tools gesagt. Meine Fresse. Sorry. Ich hab bei 5 und Auto Minimize Skipping und Limit Framerate. Nein, ist eigentlich alles so wie vorher. Ja, das ist eigentlich alles gut. Okay. Auf jeden Fall, mein Klingt trotzdem. Mungo Alter, hat Ruffrow. Okay. Kraftreserve erlernt. Dass die Kraftreserve flug, das habe ich schon herausgefunden während dem Training. Und falls ihr das mitbekommen habt, mein Mungo hat ein anderes Wesen. Das liegt daran, dass ich gefailt habe und die ganze Datei Ja, überschrieben dann fällst habe. du bitte nicht, Joel. Oh, Raiden Das ist hier. Alter, das waren schon zwei Fails in zwei Parts. Ja, Und das deswegen muss habe man ich jetzt erstmal ein... toppen. Heute haben wir sicher wieder einen Fail drin. So. Ja. Ich find's lustig. So, ich hätte, by the way, ich habe hier ein bisschen gegrindet. Ich hätte bei der, in diesem Scheißhof hier im Dausenhof, hätte ich auch Meloetta bekommen können. Und Schwandi, glaube ich, Latias oder so. Und Ja, du, Latias, lieber ich... Freund, mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Der hat mein Kikugi auf dem Gewissen. Also, hätte. Ja gut, er hat es trotzdem auf dem Gewissen. Er hat es einmal getötet. Er hat mir mein extra Leben Die hat ein genommen, Togepi. sozusagen. Bist du schon am Ja, Weiterspielen? ich bin schon am Weiter, ich bin schon mir noch dieses Item. Ich habe Angst, dass ich überlevele. Was ziemlich wahrscheinlich ist. Alter Janma. Alter, ich hatte gerade Schock, weil ich Feuerodem auf Togepi eingesetzt habe. Okay. Wegen Fee Alter, und so. Tugebi ist cool. Alter, das kann Schnabel und bekommt einen Crit. Bitte Egal. flüchten. Ah, deswegen hasse ich. Das kommt doppelt. Ich hasse Janma. 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 Ist das etwas schnell? Also bei mir ist es ziemlich langsam. Ich kann nicht fliehen. Ich will den Speeder-Button. Ich will Janma nicht töten, weil ich die EP nicht will. Weil ich Angst habe, ich überlevele. Oh Mann. Ich überlevele ganz. Alter, Fick nee. dich, Janma. Meine Fresse. Ups, das war halt ein böses Wort. Nicht nachmachen, Kinder. Danke. Ich bin auf X drin, so.
in Pokémon. Ich sollte allgemein nichts nachmachen, was Kim macht. Das ist allgemein ein blöder, eine schlechte Angewohnheit. Oh Mann. Das hat mich jetzt schon tief verletzt. Ich habe das Falsche geklickt. Pokémon. Was denn? Spiel beenden? Nein. Switch. Ich werde jetzt Marcel nach vorne setzen, weil ich mit Adam, weil der so scheiße langsam ist, immer so schwer flüchten kann. Und Alter, mein Emulator stirbt gerade. Mein Emulator stirbt so hart. Emulator. Alter, ne? Please. Emulator-chan. Danke. Geht doch, meine Fresse. Bist du auch bei den Energieeinstellungen auf Höchstleistung oder auf Energiesparmodus? Das könnte die Leistung beeinträchtigen. Wo kann ich das ändern? Voll professionell in der Aufnahme? Ja, eben. Dachte ich auch schon. Also. Ich weiß nicht. Bei mir rechts unten habe ich da so ein Ladekabel. Ach so. Und da habe ich ausbalanciert oder Höchstleistung. Also ich habe ausbalanciert. Ich bin auf Höchstleistung. Oh, Höchstleistung habe ich das gar nicht. Wie? Höchstleistung habe ich das gar nicht. Soll ich vielleicht auf Energiesparmodus gehen? Nee. Okay. Dann könntest du auf weitere Energieoptionen, meine Güte, bei mir... Na gut, ich lasse es jetzt mal da. So, es geht halbwegs. Ja, ja. Muss ich mal nachhelfen. Ich habe gleich ein Fenster in der Aufnahme aufgemacht. Ich auch, nice. Also. Nasi. So. Hallo, nein, warte. Ich will... So. Verdammt. Der Hausmeister Malorie. Okay, cool. Oder Mallory. Ich glaube, du bist weiter als ich. Ich weiß gar nicht, ob ich gegen den Trainer hier jetzt überhaupt kämpfen soll. Okay, jetzt habe ich eh keine andere Wahl mehr. Shit. Ich wollte eigentlich Adam noch heilen, aber es kann sein, dass du jetzt wahrscheinlich 3 Tränke wegwerfen musst, wenn ich hier ein schlechtes Matchup habe. Oder dass ich Adam verliere, wenn ich ein schlechtes Matchup habe. Shit, das war irgendwie doof. Jetzt Slaking. Okay. War schön, dich gekannt zu haben, Adam. Es tut mir leid. Du hast Adam verloren? Nein, aber ich kämpfe gerade gegen Slaking. Oh wow. Okay, ist gealtert, Tailclo. Boost erstmal einen Spezialangriff von 3 Stufen. OP ist fuck. Ich weiß schon, dass es als nächstes Ding einsetzen wird. Tackle. Wahrscheinlich, aber als nächstes wird es erstmal aufruhen. Wegen seiner tollen Fähigkeit. Ich geh mal Rock Throw. Einfach weil es kann. Und einfach weiter boosten, ne? Wahrscheinlich, das wäre cool. Und dann setzt die Explosion hin. Wow. Soll ich jetzt auf Judgmenter? Alter, er hat sich tatsächlich weiter geboostet. Nice. Geil. Also, schaffst Adam, ja, ich glaube, ich schaff's. Adam ist noch OP as fuck, so wie der echte Adam. Na, eigentlich nicht. Nice. Gut, Judgment sollte jetzt reichen und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hat mir ein paar Mal reicht einfach fast. Ich bin nochmal auf Judgment. Ich hätte vielleicht vorhin direkt auf Judgment gehen sollen, anstatt auf Rock Throw, aber egal. Solo und so. Egal. Ja. Gut, Adam muss nicht sterben. Finde ich cool. Oh, ich hab's verkackt. Oh mein Gott, 406 Erfahrungspunkte. Ich werde sowas von überleveln. Was ist das für ein Labyrinth da oben? Keine Ahnung. Ich werde nicht gegen den Hausmeister kämpfen, habe ich gerade beschlossen. Ich habe gegen den Hausmeister gekämpft. Ich habe nicht beschlossen, ich bin einfach reingerannt. Shit, Miss Freebus, ich muss... Oh, fuck. Ja stimmt, ich hätte auch Ignivore fangen können. Das wäre aber irgendwie doof gewesen, weil das entwickelt sich Level 45 Force? Oder so. Achso, okay, das ist das. Ah, okay. Adam ist Pulti ist fuck, genau das wollte ich sagen. Das ist noch ein Trainer. Nee, ich lauf genau vor seine Fresse. Alter, nur geht auf Reflektor, ja, ist klar. Immer diese Competitive-Taktiken hier. Meine Fresse. Jetzt fängt das an, sich zu boosten, pass auf. Immer diese Hast du keinen Wirbelwind oder... Hast du keinen Wirbelwind? Oh, das wird nicht gut. Hm. Nadelrakete? Oh mein, der Kampf zieht sich jetzt ein bisschen. Ja, der Kampf Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir überleveln werden, weil die Pokémon alle so viel stärker sind. Ja, das ist es. Vor allem stell dir vor, wir begegnen jetzt einem Hytyra. Dann werden wir sowas für überleveln. Ja. Das ist nicht so toll. Ich habe ganz vergessen, dass wir hier beim Dowsinghof noch hoch müssen. Ja, müssen wir. Ich dachte, das war's jetzt. Und dann müssen wir noch gegen diese komischen 2 Trainer kämpfen. Ach, und dann müssen wir nochmal gegen 2 Trainer in der Arena kämpfen. Wir werden sowas von überleveln. Oh, wow. Vor allem, weil wir keine Pokémon mehr fangen können. Also nicht bis zum Arena-Leiter. Ja, stimmt. Das ist doof. Was machen wir dann? Fulnona mit Schwebenkraft.
Ja, wir können es ja nicht ändern. Ja gut, aber irgendwie, wir können auch nichts dagegen machen, wenn wir überleveln, weil hier einfach nur Pokémon sind, die halt ganz viele EP geben. Ich meine, ist ja so. Ja. Jo. Wir könnten das daraus lernen und beim nächsten Mal weniger trainieren. Also in meinem Fall bei dir. Ich habe eigentlich fast gar nicht trainiert. Ich hab Level 10 bis 11 gemacht und da kam ja noch der Rivalenkampf, den ich vergessen habe. Ich weiß nicht, das kam, das war gleich nochmal ein Level. Ich weiß nicht, halt Matisse gibt einfach fucking viel EP und das ist halt doof, weil mit seinem scheiß Priscilla. Und so, erstmal wieder Marcel nach vorne setzen, dass ich flüchten kann, ne? Marcel ist toll. Ich habe einen Trank gefunden. So, und? Ja, Janma ist scheiße. Die Musik ist cool, doch. Ja. Ja, die ist generell im ganzen Spiel cool, hallo? Ja schon, aber hier besonders. Hm. Irgendwie. Ich mag das Theme von Gertrud, auch wenn ich Gertrud nicht mag. Ich hasse Gertrud. Wach dafür, dass er meinen Marcel töten wollte. Alter, die Counter-Rate! Die Encounter-Rate! Diese scheiß Janma! Janma, fick dich doch ins Knie! Ups. Ich bin drei wilde Pokémon. Kann sein, dass du meine bösen Worte vielleicht ab und zu rausschneiden musst oder so. Ich fluche heute wieder sehr viel. Ich weiß nicht, ob das pädagogisch wertvoll ist. Und ich kann nicht fliehen, ist klar. Fick dich ins Knie, Janma. Ich hab Lichtkanone bekommen. Als TM. Alter. Nice. So, endlich. Das wäre ja ein Schleuder, oder nicht? Fick dich, Matisse. Fick dich, Matisse. Was wäre das für eine TM? Keine Ahnung. Die der Rüplons gibt. Keine Ahnung. Ja, die sind auch randomized. Ja, die sind alle randomized. Normalerweise bekommt man hier nicht. Ah, Matthias soll sich verpissen! Gertrud! Keiner mag dich! Shit! Steuerung! Okay, ich will nicht gegen die Rotznasenlacke da. Ich glaube, ich muss an der vorbeilaufen. Ich habe echt keine Ahnung, warum das B auf Z gerutscht ist, ehrlich gesagt. Ah, Steuerung, please! Janma, please, keiner mag dich. Keiner mag dich, Janma, keiner. Du hast keine Freunde. Es war ja in der zweiten Gen unglaublich schwer zu fangen, oder? Ja, aber voll zu. Ich habe da Stunden genauso wie damit verschwendet, dieses Teil zu fangen. Und dann habe ich, ja, ich habe Stunden verschwendet, dieses Teil zu fangen. Und dann war es einfach scheiße. Matisse, geh weg, keiner mag dich. Keiner, geh weg. Kann wer Lichtkanone erlernen? Was Kevin kann Lichtkanone erlernen? Kappa, so, was du meinst kannst. Niemand! Ja klar, danke! Okay, und vor diesem Laternikto würde ich sehr gerne fliehen, denn diese Viecher können Eruption. Wenn ich jetzt nicht spielen kann, bis mich wieder Eruption trifft, ist Marcel tot. Und Shane dann auch. Dann ist die Shane schon nicht so gut wie dabei. Ich got away safe. Nice. Ich fände das nicht ganz so nasi. Okay, ich habe einen Trank gefunden, geil. Naja, das würde beweisen, dass ich eindeutig fähiger bin, dass du... Toll! Also wüssten das nicht schon alle, aber trotzdem... Komm her, ich rasier dich, Ank! Zeig ich dir, wer hier besser ist. Pass auf, ich rasiere sogar ohne Rasierer. Alter, ich rasiere ohne Rasierschaum, ja? Ich rasiere trocken. So hart bin ich. Nee, Trainer! Halt! Boah, mein Emulator stirbt. Nee. Der stirbt einfach. So und du. Ah. Moment, die haben uns geheilt vorhin. Ja, haben sie, glaube ich. Das ist echt Probleme mit dem Emulator, oder? Ja, ganz leicht. Tarnpignon. Oh, Tarnpignon ist scheiße. Ich mag Tarnpignon nicht. Oh, wer hätte es gedacht nach dieser Aussage. So. Meine Fresse, so. Aua. Das, okay. Ich glaube, das hat den Typen Gift schon. TM21 bekommen. Ich bin mal interessiert, was das für eine TM ist. Also hier stimmt ja Refresh, aber es ist ganz sicher nicht Refresh. Also mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Doch, es ist Refresh. Schade. Du hast gerade aber was für dich Kanone gesagt, Kappa. Ja, schon, aber das ist bei jedem anders. Ich weiß. Deswegen das Kappa. Das Kappa ist toll. So. Alter, Mann. Schulkind Joe. Okay, so würde ich mein Kind auch nennen. Wir haben ja die Namen gerandomized. Ja, das ist, weil das lustig ist. So, ich muss mir auf die Namen achten, weil... Scheiße, ich hab tatsächlich Refresh. Oh, Mann, ist doch scheiße, ey. Ist doch scheiße.
Ja toll, bei mir ist nicht viel besser. Ich habe Lichtkanone, aber niemand kann es lernen. Ja gut, aber Lichtkanone sind totaler OP-Move. Okay, nicht total OP. Nicht so OP wie Judgment of Cordel, aber das ist auf jeden Fall ein gut. Alter, stimmt, please. Hariyama mit Patronenhieb und Sternenhieb. Blitztanz! Nein! Nein! Was? Was für ein Tanz? Blättertanz. Achso, Alter, Blättertanz OP. Blättertanz, oh Gott. Der Attack ist schon ich mal. Ich hätte schon gedacht, mein Enteron ist jetzt Ende. Okay. Ich bin jetzt letzt Level 13. Okay, nicht gut. Naja, ich hätte gerne gegen den Hausmeister gekämpft, aber ich kann einfach nicht. So. Und was für ein Level hat die Gift-Tussi? Hoffentlich keinen Sohn. Hoffentlich einen Hohn. So. So, Alter. Ja, bla bla. Alter, keiner mag dich. Niemand liebt dich. Hast keine Freunde. Oder so. Nach dem Janam abgegegnet? So. Alter, ich habe die Medaillenbox bekommen. Ja. Alter. Ihr bringt überhaupt nichts, habe ich gehört. Oh mein Gott, es laggt nicht mehr wahrscheinlich, weil ich in so einem kleinen Gebiet bin. Ja. Auf jeden Fall. Ich sag ihm, ich weiß, was eine Medaillenbox ist. Er erklärt es mir trotzdem. Was soll denn das? Das ist Pokémon-Logik. Schade, kein Item. Ja, wahrscheinlich, dass du, wenn du dich verklickst, dass du es trotzdem siehst. Wahrscheinlich. Ja gut, war auch in Weiß 2, Schwarz 2 ganz neu. Also, was denn? Jetzt muss ich einfach gucken, dass ich nicht überlevele. Oh Gott, bitte halt einfach. Oh, ich mein Gott, die Arena nicht. Wo ist die Arena? Du musst erst noch zu Alda, das ist dir schon klar, ne? Zu wem? Zu Alda in dieser Stadt, diesem Teil da. Gegen die zwei Trainer kämpfen. Ja, das habe ich gemacht. Achso, oh Mann, du bist so viel weiter, das ist doch scheiße. Liegt das daran, dass es so leckt bei dir? Ja, kann sein. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass ich jetzt ab... Oder warte, nein, ich glaube, ich hab Marcel vorne, oder? Duplay, wow. Scheiße! Was Why denn? Not? Okay, das läuft wieder. Ich werde mich jetzt hochcurlen, um es dann mit Poison Chat zu one-hitten. Was ist das? Why not? Das ist die Vorentwicklung von Wo-In genau. Dein Nuzlocke-Killer da. Wow. Okay. Lass mich da durch! Ich hab einen Speed-Up-Button. Track. Achso, stimmt ja, der Tag ist der Ego Randomizer, fällt mir gerade auf Grand Breath. Und er bekommt die Para. Danke. Eusenchatter. Auch das Ende jeder Randomizer. Nuzlocke. Ja. Die Para. Natürlich. Ich meine, die Arena ist ja eine. Oh, aber ist das einfach keinen ersten? Schaden macht. Eckbomb. Was? Warum springt er immer von Felsen runter? Ich habe Lauro wieder getroffen. Okay, das ist Alda, ja, der hat irgendwie einen Ich spring von Felsen runter fertig oder so. Ja, das ist ganz schlimm. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich ihm das abbringe. Alda, Marcel, okay. Bitte sag mir, dass meine Pokémon zu. Oh nein, ich bin zu viel. Glaubt mir was voll von Stärken und schwächeren Tränen. Alter, ich habe gerade Dragon Breath gelernt, Alda, Marcel, OP. Ach was. Dragon Buff? Dragon Breath, also ich glaube Feuerodin war der deutsche Name. Ach, Feuerodin. Ja, ja, die Attacke, die paralysieren kann. Nice. Ich find's irgendwie ironisch, dass Reinhardt das gegen mich eingesetzt hat und jetzt lernt's Marcel. Das ist cool. Marcel ist lernt mich. Marcel ist cool. Marcel ist love, Marcel ist life. Ich bin ein Marcel-Fangirl. Chinchu, was war das? Ach genau, das war Lamp. Gut, ich bin wieder in Aventura-City. So, Chinchu ist süß. Und das gibt auch nicht so viele Erfahrungspunkte, das finde ich ziemlich sexy. Einfach mal Dragon Breath. Relic. Ist klar! Was denn? Relic Song, das ist die Spezialattacke auf dem Meloetta. Aber ich bekomme die Para, easy. Getrackt Chinchu, getrackt bei Marcel. Marcel OP, bitte in der Arena. Also ich bin jetzt in der Arena. Ich würde gerne die Arena. So, Ominous, wenn das war die Attacke. Das tankt Marcel, ja easy. Ach, Marcel ist toll. Nice. Ich hab Tafelwasser bekommen. Entwickelt sich Kikugi eigentlich zu Kinone? Ich weiß nicht. Mit Marcel zu Marcel. Ich weiß okay, es nicht. 2.0 oder so. Gut, Ach ja, Marcel. Marcel, du bist toll. Ich bin froh, dass du lebst.
So, ja, bla, bla, ja, Alter, keiner liebt dich! Du hast keine Freunde, keiner mag dich! Ich weiß, dass ich übersteuere, aber ich schreie. Wehe, wenn man beide Trainer... Man muss beide Trainer in der Arena besiegen. Ja, beide. So, jetzt werde ich von diesem Sack hier voll gelabert. Ach! Ich smashe hier gerade sowas mit meinem X-Button. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich meinen X-Button smashe. Und ich würde sagen, wir beenden hier den Part, denn wir sind bei 20 Minuten. Oder? Alter, echt jetzt? Ja, irgendwie schon, ne? Also Leute, echt jetzt? Ja, also bei mir werden 20 Minuten angezeigt. Also ich würde sagen, wir sind dann im nächsten Part. Und der beginnt dann gleich. Also tschüss!